Elisabeth Pfurtscheller, Sprecherin für Menschenrechte von der ÖVP, ist am Wort. Zuerst einmal, Kollege Schrangl, Sie haben sich da jetzt wahnsinnig aufgeregt, dass es hier um Fake News gehen würde und dass wir eine Wahrheitsbehörde in Österreich einführen wollen. Also das ist eine gänzliche Fehlinterpretation unseres Antrags. Bitte lesen Sie nochmal den Antragstext durch. Da steht nichts von Fake News und schon gar nichts von einer Wahrheitsbehörde. Und auch der Herr Minister hat sich ganz eindeutig im Ausschuss dagegen ausgesprochen und hat festgehalten, dass es sowas mit ihm nie geben wird. Und das sehe ich auch so. Wir haben dies ganz im Gegenteil. Wir haben eben diesen Entschließungsantrag in das Parlament eingebracht, damit wir den Herrn Justizminister in seinen Bestrebungen auf nationaler und europäischer Ebene unterstützen können. Aber auch, und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir dieses Thema Hass im Netz eben auch einmal hier im Hohen Haus diskutieren. Denn das stellen wir ja alle fest, ganz egal, wie man es jetzt einordnet, ob das schon Hass ist oder vielleicht noch nicht gerade. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass diese Art von Entgleisungen oder diese Art von harter Rede und übertriebener Schärfe zunimmt in den sozialen Medien und dass wir da schon drauf schauen müssen, was da passiert. Unser Herr Bundesminister hat schon viel hinsichtlich der strafrechtlichen Tatbestände unternommen und erst letzthin wurden 5 neue Sonderstaatsanwälte gegen Hass im Netz installiert. Es ist aber natürlich auch notwendig, dass wir europaweit eng zusammenarbeiten, um eben solche Unternehmen wie Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft und andere noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Ich persönlich bin ganz überzeugt davon, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Menschen darüber aufzuklären, welche Rechte sie haben und wohin sie sich wenden können, um diese Rechte eben auch einklagen zu können. Gerade junge Menschen fühlen sich oft durch diese Anwerfungen im Internet sehr ausgeliefert und da bin ich dann nicht mehr beim Kollegen Alm. Ich glaube, freie Meinungsäußerung ist schon in Ordnung, aber wenn jetzt ein junges Mädel da komplett unter Druck gesetzt wird und sich nicht mehr aus dem Haus traut und vollkommen mit den Nerven am Ende ist und mit Selbstmorddrohungen kommt, dann kann das nicht mehr in Ordnung sein und das hat nichts mehr mit freier Rede und freier Meinung zu tun. Ich finde, dass Cybermobbing furchtbar und grauslich ist. Und dass es ganz oft Menschen trifft, die sowieso schon in einer schwierigen Lage sind. Und von daher haben wir einfach die Aufgabe, sie zu unterstützen und aufzuklären. Ganz interessant vielleicht noch am Schluss. Es gab vor Weihnachten oder in der Herbstzeit einmal einen Artikel im Spiegel, der war ganz interessant. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ihn gelesen hat. Die deutsche Politikerin Renate Künast hat einmal im Sommer versucht oder hat sich das vorgenommen, einige ihrer härtesten Hassposter zu besuchen. Ich muss ehrlich sagen, Hut ab, das ist nicht so einfach, zu so jemand hinzugehen, der einem übers Internet alles Mögliche ausgerichtet hat. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diesen Artikel einmal nachzulesen, ist ganz interessant und zeigt vor allem auch, dass sehr viele dieser Hasspostings unüberlegt und manchmal aus einer Emotion heraus gemacht werden und wenn man dann die Poster direkt darauf anspricht und sozusagen zur Verantwortung zieht, dann sind sie selber über sich entsetzt. Ich glaube, das wäre auch ein guter Weg, hin und wieder die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie es übertreiben. Herzlichen Dank. Hasspostings würden oft Menschen treffen, die sich sowieso bereits in schwieriger Lage befinden, betont Elisabeth Pfurtscheller von der ÖVP.